Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Bin ich das? Oh mein Gott, ich habe Luschen genommen. Kann ich den... Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich hatte einen langen Arbeitstag, aber ich habe euch versprochen, jeden Tag kommt ein Video. Ich habe Luschen mit der Klo... Okay, what the actual fuck, was kann ich daraus machen? Wo ist mein Cheat... Whatever. Ich suche ein Cheat-Ding. Stimmt, das wollte ich suchen. Kann ich was kaufen? Nee. Okay, sorry. Oh Mann, was für ein Beginn. Ja, ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen neben mir. Es wird übrigens irgendwann, werde ich eine Formatreihe starten und ab dann wird das Ganze hier deutlich professioneller laufen. Bis dahin daddel ich einfach nur und ihr guckt mir zu. Wenn euch das stört, dann kommt gerne dann wieder, wenn ich soweit bin. Was bist du eigentlich? Was kannst du? Du bist nobel, ne? Dann geben wir dir doch noble Freunde. Was bist du noch? Du bist ein Revolverheld. Du hast eine fucking MR. Was kann man daraus bauen? GA? Phantom Dancer? Puh. Ei. Okay, attacks have a chance to disarm. This could work, right? Das hört sich in der Theorie gar nicht so dumm an. Wir nehmen Nobelei zur Öffnung. Ich würde heute gerne für Imperial gehen. Also vielleicht können wir jetzt auch noch Darius nehmen, weil ich habe Dravens gesehen, die ein bisschen aus der Kontrolle geraten sind. Es sieht echt cool aus, muss ich sagen. Lucian scheint auch ein cooler Charakter zu sein. Garen soll ansonsten recht stark sein. Sorry, Leute. Ich muss mal kurz nebenbei was erledigen. Was haben wir? Ah, scheiße. Ich glaube, ich hätte ihn am Ende noch kaufen können. Nein. Ah, nicht ganz aufgepasst. Kann ich hochrollen? Nee, aber nicht so möglicherweise. Nehmen wir noch eine Lernkreatur mit? Ich finde den Buff nicht so krass. Nehmen wir noch mal einen Schläger mit. Wir haben jetzt Nobel Buff. Wir sollten wahrscheinlich in die Ecke gehen. Also really change a lot, right? Klingenmeister. Klingenmeister erhalten. Okay. Klingenmeister wäre natürlich cool. Vielleicht können wir Lucian zu einem Klingenmeister machen. Das hört sich irgendwie ganz cool an. War das ein Crit? Okay, Crit halt einfach. Was ist, wenn ich dir zweimal das gebe? Oh mein Gott, das ist much to discuss. Wo ist mein Item-Sheet-Ding? Okay, zwei Units haben wir. Jetzt spielen wir gegen Menschen, ne? Ich könnte hochrollen. Oder zweimal die beide mal doppelt nehmen, in der Hoffnung, dass ich einen davon hochkriege. Puh. Nehmen wir die beiden erstmal. Während ich kurz überlege, was ich daraus baue. Was haben wir denn da? Noch eine Chain West? Double Chain West? Disarm war das, ne? Dodge Oil Crits? Ja, komm. Führer, mach mich happy. Sollte mal schön Crits dodgen. Ah, Noble auf beiden Seiten. Das wäre natürlich spannend. In der Theorie sollte Lucian doch hier der Hauptdamage-Dealer sein, ne? Das ist doch eine 2er-Unit, ja. Kann auf jeden Fall gut dashen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Noble Buff auf Fiora scheint ein bisschen besser als auf der Vayne zu sein. Wobei, die tun sich nicht viel da. Ah, Lucian gibt sein Bestes. Komm schon. Komm schon, noch eine Ult. Auch eine Ult, komm schon. Ja, sehr gut, da ist der Crit. So, die Vayne, die ist jetzt auch kein Problem. Aber der Noble Buff ist am Anfang so strong. Ja, holy shit. Muss echt nichts gegen sagen. Grace soll ziemlich weak sein. Kann mir bis jetzt auch immer weak vor. Wir nehmen trotzdem mit, weil ich meine, ne, du sollst immer am Ende noch eine Unit kaufen. Simply makes sense. Imperial, it is again. Eiswesen haben mich ja komplett enttäuscht, muss ich sagen. Aber. Wir kaufen das. Noch Nobel reinzubringen, bringt nicht so viel. Ich glaube, Lissandra macht die mit am meisten Solo, ne? Ah, ich denke schon. Stellen wir mal da hin. Ah, machen wir es so, dann sollten die ein bisschen besser geschützt sein. Ups, hier, da läuft er wieder rüber. Ja, Eiswesen habe ich enttäuscht. Gerade die Sandra war relativ weak, muss ich sagen. Wulibär fand ich tatsächlich noch recht interessant. Kassadin kann zumindest hier den Warwick scheinbar ein bisschen halten am Anfang. Während meine Fiori ja noch überhaupt nichts getan hatte. Oh, der Damage ist solid. Kann mich nicht beschweren. Ich weiß gerade gar nicht, wer mein Noble Buff hat. Ist das schon wieder Vayne? Oh, what the fuck.
Es gibt auch Momente, wo mich das Spiel einfach überrascht. Aber auch die Unit ist down. Lucian kann Nidalee zumindest ein bisschen kiten. Fiora macht da kleiner als aus den Leuten. Ja, solid! Und die Clove Armor ist am Anfang gar nicht so mega kacke, muss ich sagen. Wie sie vielleicht sein sollte. Ich hab den Warwick verkauft und hatte noch einen Warwick. Viele, viele Pärchen hier gesammelt. Wir werden auf jeden Fall jetzt den reinnehmen statt den. Das ist einfach nicht strong, aber ich finde Kassadin an sich strong. Noch ein Bogenschütze. Wie viele brauche ich? 2. Da könnten wir vielleicht später noch eine Siege oder sowas nehmen. Aber du bist ein Schläger, ne? Ne, du bist kein Schläger. Sonst wäre vielleicht... Upsi. Nächste Runde sollten wir auch wieder hochleveln. Oder wir verkaufen einfach mal 4 und gehen auf 10 und versuchen mal ein bisschen zu scalen. Aber Lehrenwesen ist zumindest gerade noch ein Backup-Plan. Die Fiora sollten wir auch nicht verkaufen, weil da können wir einen Tier-2-Unit haben. Die Runde gewinnen wir nicht. Die Items sind schon sehr, sehr strong, die der da hat. Die Tier-2-Units tun auf jeden Fall auch weh. Ist aber nicht so schlimm, weil jetzt verlieren wir noch ein paar Prozente. Das ist vor dem Karussell gar nicht so schlecht. Alter, Lucian kitet wirklich wie ein Wahnsinniger. Ne? Ich bin ein großer Lucian-Fan. Den trotzdem als erste Unit zu nehmen, war vielleicht nicht die beste Option. Hätte noch ein Damage mehr nehmen sollen. Lucian hätte eine Unit weniger killen dürfen. Könnten für die gehen. Oder wir gehen für die Fiora. Ich meine, die hat auch noch ein BF. Keiner wird die Fiora contesten. Ich finde Braum immer noch interessant. Gerade mit Ash zusammen dann. Ist die Fiora noch da? Nee. Ich dachte schon, ich bin blind. Der zweite Blitzcrank wäre natürlich auch eine Option. Das sind jetzt alles nicht so die krassesten Optionen, ne? Was kann ich aus dem Ding da machen? Ich kann euch nur empfehlen, immer dieses Cheat-Ding da aufzuhaben. Puh. Mit einem BF zusammen wird das zumindest ein AOE-Buff. Ah, ist jetzt alles irgendwie nicht so mega krass. Zumindest noch eine Ash bekommen. Was uns jetzt auch nicht direkt weiterhilft. Wir kriegen Gangplank früh, aber ich... Könnten den Shen nehmen. Wird noch ein Imperial hier? Nee, ne? Nee. Könnte auch einmal rollen, aber es scheint mir ein bisschen übertrieben. 5 von 5 aufgestellt, ist in Ordnung. Die Runde danach ist eh Creep Round. Ah ne, es sind noch 2 Runden lang Creep Round. Sollte okay sein. Vielleicht hätte ich die Ash einfach aufstellen sollen, weil sie ein Item hat und Items einfach so strong in dem Game sind. Really fucking strong. Kriegt das Spiel Assassin, das ist natürlich anstrengend. Vielleicht kriegt Fiora aber nochmal eine Ult durch. Ja, das gibt auf jeden Fall nochmal Zeit. Lucian lebt noch. Aber Lucian wird hier keine Chance haben. Das sind beides Tier 2 Units. Da machst du wenig gegen. Ich könnte auch einen von beiden verkaufen, um das Item freizukriegen. Burnt Units cannot heal. Das ist irgendwie weak, ich will da irgendwie nichts von haben. Ich habe übrigens meine Webcam ein bisschen verändert, um die Mini mehr wegzumachen. Wenn ihr das nicht wollt, dann schreibt mir das gerne. Aber ich könnte mich auch so hinsetzen, dass man mich wirklich sieht. Garen. Garen statt Fiora. Probably worth. Was ich rolle? Ah, ich will nicht rollen. Ich habe so viele Paare. Aber ich glaube, den K6, ich werde nicht mehr auf leeren Dinger gehen. Das Ding könnte ich verkaufen. Ich glaube, ich hätte nicht verkaufen sollen. Ich hätte einfach mal gucken sollen, was daraus wird. Die könnte ich auch verkaufen, wäre ich auf 13. Das hilft auch niemandem weiter. Ash. Ja, okay. Das ist natürlich schon relativ toxic, was der hier hat. Holy shit. That hurts like a truck. Okay, die Runde werde ich einfach nur komplett weggestompt werden. No way, dass ich da irgendeine Chance habe. Ich habe zu wenig DPS und zu wenig Frontline, um hier irgendwas gegen den zu machen. Ziemlich starkes Line-Up, ne? Aua, und Inzum bist du Vorletzter, ne? Vielleicht hätte man doch rollen sollen. Steckst du nicht drin? Steckst du wirklich nicht drin? Imperial war das Ziel, aber Imperial kommt hier noch nicht. Die nächste Vayne. Ist halt eine Creep Round, aber ich roll jetzt trotzdem mal. Ah,
Na. Jetzt hätte ich den Kha'Zix übrigens bekommen. Das Spiel will er manchmal einfach verarschen. Puh. Ich meine, ich habe jetzt zwei Bogenschützen. Deswegen hatte überlegt, Vayne für Garen rauszunehmen. Vielleicht hätte ich zumindest Fiora für Garen rausnehmen sollen. Die Vayne wird dummerweise Akku von dem Ding ziehen, ne? Das wird relativ useless dadurch. Ja. Die Vayne macht leider gar nichts für mich dann. Die Edge könnte durchaus ein bisschen Damage machen. Jetzt hat sie den Attack-Speed-Buff. Der übelt sich die ganze Zeit, ist for whatever reason. Stunt das andere Target, was okay ist. Dank dem Giant-Speed kann sie tanken. Ist schon okay, ne? Ist solid. Jetzt das Ding wieder voll. Ich habe nicht ganz verstanden, woran das liegt. Vielleicht, wenn man eins killt, werden die anderen voll. Okay. Mal kurz gucken aus BF. Aus BF können wir ja eine ganze Reihe machen. Lifesteal wäre natürlich cool. Ich könnte daraus allerdings halt einen Attack Speed Buff machen, was schon mal ganz nett wäre. Kleine Runde rollen würde ich mir gerne gönnen. Komm. There we go. Den wollen wir haben. Wir scheißen auf Noble Buff jetzt. Wir sollten auch noch die Cutter nehmen, ne? Können die immer Platz schaffen. Können auch die Fiora verkaufen. Wir kriegen die scheinbar einfach nicht zusammen und wir gehen jetzt eh von Noble weg. Wir verkaufen die, nicht auf die Fiora, weil die auch noch ein Item hat. Alter, warum sieht das so strange aus? So kein Riesen. Oh doch, das Riesenschwert umgedreht. Oh mein Gott, das crasht einfach mein Gehirn dann, oder was? Okidoki. Fühle mich solid. Imperial bei vielen. Und verursacht doppelter Schaden. Das wären dann alle, ne? Jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal den Lucian. 5 von 5 aufgestellt, klar, aber. Ich überlege, ob wir einfach den reinnehmen und den verkaufen. Reicht alles an kritischen Treffern aus. Aber ich meine, es gibt halt trotzdem Werte, ne? Ich glaube, ich würde es den Draven trotzdem geben. Hab Spaß, Draven. Hau mal rein. Hau mal ein bisschen was raus hier, bitte. Da will ich jetzt aber natürlich auch was sehen. Klingenmeister. Ah, da, deswegen wäre Fiora vielleicht doch interessant gewesen. Oder? Ja. Aber es sieht trotzdem recht solid aus. Also wir kommen hier gut durch. Wir sollten jetzt mal gucken, ob wir meine Echo aufbauen können. Das ist mir jetzt bis jetzt in allen Runden noch nicht gelungen. Ich ein bisschen greedy unterwegs bin. Aber wir könnten gleich auch leveln. Ah, Assassins werde ich hier nicht zusammenkriegen, noch nebenbei. Ash ist schon 2, wir werden die nicht auf 3 kriegen. Auch ein Bogenschütze wäre vielleicht interessant. Tut mich schwer. Okay, das ist relativ greedy, aber die Idee ist, dass ich meinen Winning Streak jetzt aufbauen will. Und dann werden wir mal sehen, ob das hier auch tatsächlich mir gelingt. Der Blitzcrank einfach nur, damit er am Anfang einen Hook. Ich weiß nicht, ob das ganz worth ist. Ja, ich hatte die noch nie, aber ich denke mal, die hat ihre Ult als Ult. Ne? Also ihre Ult aus dem Rift hier auch als Ult. Which would make perfect sense. Sieht gut aus, ne? Kommen wir gut durch, was Damage uns angeht. Haben natürlich jetzt wieder das Karussell, wo wir sehr spät erst picken dürfen. Wir wollen auf jeden Fall noch den letzten Imperial. Wer ist denn das? Wahrscheinlich Swain, oder? Das würde zumindest von der Storyline her Sinn machen. Oder wir nehmen die nächste Kindred mit. Wow, kann ich nicht weiter nach unten gehen? Oder wir nehmen den Draven. Actually wollen wir den Draven. Aber alle wollen den Draven. Draven ist auf jeden Fall schon mal weg. Achso, ich darf mich so bewegen, dann sehe ich was. Könnten Kha'Zix nehmen? Ah ne, den habe ich verkauft. Dann nehmen wir die Cutter. Oder wir nehmen die Kindred. Okay, Frage hat sich geklärt. Aber ich hätte so oder so mich hier für die Cutter entschieden. Cutter 2 wäre wahrscheinlich auch nochmal sick. Und ist halt auch Imperial, wofür wir jetzt ja scheinbar eh gehen wollen. 4 Imperial wäre auf jeden Fall klasse.
Der Roboter, ja, der ist halt, also der Blitzcrank wird halt, ist halt nur eine Teillösung. Oh, da war noch ein Darius, den ich hätte nehmen können, ne? Oh ne, da ist der Darius, den ich nehmen will. Bin auf 10, ist okayisch. Würde ich Kassel die 2 jetzt auch spielen, das spielt keine Rolle, ne? Ich würde es so oder so drin lassen. Der ist drin wegen Bogenschützen. Luschen. Ja. Ja, ich nehme den auf jeden Fall mit. Cutter, vielleicht statt ihm, aber ist auch nicht stark genug. Habe ich noch einen Schläger? Schläger ist halt so ein simpler Buff, den du immer kriegen kannst. Das sind hier 200 oder was? Oder warum stehen die schon da? Achso, der hat einfach nur 5, okay. Die Vayne auf jeden Fall schön in die Backline gerückt. Das ist wichtig wegen scheiß Ragebait. Die muss irgendwann Fokus kriegen, sonst tötet die uns alle. Aber ich habe aktuell einfach genug DPS, um hier durchzurasieren. Dass hier noch jemand natürlich einen Lucian hat, ist ein bisschen unangenehm. Aber es sollte nicht das große Problem werden. Wenn ich sagen muss, dass der hier überraschend lange ausgehalten hat. In 2 Runden kommen die Creep Round. Da hoffen wir natürlich nochmal auf ein krasses Item. Ja, ich meine, Blitzcrank ist eigentlich echt nur aus Spaß da, aber 350 Damage auf Stufe 2 ist actually solid. Und sonst macht der halt nichts für uns. Ich glaube nicht, dass er high contested ist, deswegen ist das schon wieder okay. Würden wir dich noch irgendwie spielen? Wenn wir dich hätten? Du bist Bogenschütze, vielleicht statt Kindred dann. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, das heißt, wenn wir jetzt die Runde verlieren, dann verkaufen wir dich leider. I'm sorry, Bro. Ja, Imperial. Ich glaube, unser Draven macht schon eine ganze Menge hier. Kann er genug machen? Aktuell bin ich immer ein Level drüber, aber ich bin trotzdem eher schwach. Spotline to Backline wieder gezogen, das ist gut. Der War, ach, das ist der Typ, der uns schon mal besiegt hat, ne? Das ist der Warwick mit den insane Items, der richtig reinklatscht. Aber wir klatschen mehr. Muss Kindred anders positionieren. Kindred muss mittiger stehen, damit die Ultimate mehr macht. Okay, wir haben die Runde gewonnen. Das heißt, wir müssen Vayne auch nicht verkaufen, aber wir sollten es trotzdem im Kopf behalten, dass wir es können. Bin recht vernünftig hier auf 6 gerade. Das wäre vielleicht noch der Noble, den wir mit reinnehmen können. Oder wir spielen jetzt mal eine vernünftige Echo. Ah, die springen hinten rein, ne? Ja, zumindest Armor. Ja, wir nehmen die Leona mit, weil wir können noch für Dreier Noble gehen, wenn wir die Vayne kriegen. Dann spielen wir die Vayne statt Kindred, dann spielen wir die Leona statt Blitzcrank. Oh mein Gott. Okay, der Damage von denen ist deutlich höher, als ich dachte. Gott sei Dank kritte ich die einfach aus dem Leben. Okay, die sind deutlich weniger tanky als gedacht, aber tun deutlich mehr weh als gedacht. So, was bauen wir daraus? Giant's Blade plus im Air. On Combat Start, banish an enemy for 5 seconds. Das ist okay, das ist aber ja noch nicht mega krass. Habe ich einen Winning Streak? Ja. Können ihn aber gerade nicht groß verteidigen. Das plus Health ist on Death Heal. Ja, die wird zu spät sterben dafür. High Chance to Silence on Hit. Okay. Achso. Ich dachte, das würde funktionieren. BF plus das ist Lifesteal. There we go. Das klingt doch sehr, sehr sinnvoll. Das gebe ich mal Kindred, weil entweder verkaufe ich Kindred oder ich verkaufe sie nicht, weil sie eine coole Ultimate hat. Oh, Lucian ist in die Ult ge. What? Der ist doch in die Ult. Warum hat das nicht funktioniert? Das sah aus wie ein insaner Play von ihm und dann war es irgendwie gar kein insaner Play. Okay, ich muss sagen, die Elise von denen ist relativ toxic. Das war's mit meinem Winning Streak. Schade. Bisschen Damage auch bekommen, aber das ist auch der erste. Ist natürlich trotzdem ärgerlich, einen Winning Streak zu verlieren. Ist nie cool. So, jetzt würden wir nämlich Kindred rausnehmen. Vayne rein. Ah, ich habe mich auch nicht sinnvoll aufgestellt gehabt, ne? Jetzt würden wir den rausnehmen für den. Sieht gut aus. Solid. Ich werde jetzt einmal rollen. Ein Eiswesen macht vielleicht sogar Sinn wegen Ash. Ritter, du bist auch Ritter.
Ah, komm, wir nehmen die mit. Wir nehmen den Blitzcrank raus. Und sind damit wieder auf 40. What? Okay. Das bringt ja alles nicht den gewünschten Erfolg. Während Draven natürlich hier gut seinen Job macht. Also ihn kann man wirklich gar keinen Vorwurf machen. Bin ich jetzt nicht auf 3 Nobel? Aber warum hat sich das nicht so angefühlt, als würde ich davon irgendwas haben? 18 durch 4. 20 durch 4 wären 5. 5 durch 4 sind 20. 20 Gold investieren zum Level Up. Probably nicht worth. Wir stehen jetzt mal auf 50 Gold. Komm, machen wir das mal. Nobel, Nobel, Nobel. In theory, this sounds great. But for real, it's kinda ugly. Double Artox. Macht keinen Sinn, jetzt mitzunehmen. Ich denke, wir müssen gleich auf jeden Fall noch ein bisschen rollen, aber wir können halt jetzt erstmal nochmal Damage kriegen, um unsere Position fürs Karussell zu verbessern. Und danach rollen wir Heavy. Und dann leveln wir Heavy vor der nächsten Creep Round. Ah, wer ist das? Das sind Volibear 2, okay. Und Draven kann gegen den Assassin echt locker lange stehen. Das ist ihm völlig wurscht. Er läuft allerdings auch bereitwillig in den Stun. Das ist mir nicht ganz so wurscht. Wem habe ich Redemption gegeben aus Versehen? Niemanden. War das sein Redemption? Das hat mich auch geheilt. What? Hat doch keiner bei mir Redemption, oder? Okay, wir haben die Runde gewonnen. Wir sind wieder scheiße positioniert fürs Karussell, obwohl wir eigentlich ganz gerne Damage nehmen würden. Aber ich meine, was will man machen, ne? Oh, ich sitze hier wirklich wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, Leute. Aber ich habe heute wirklich 14 Stunden reingekloppt. Was bist du denn? Du bist eine MF. Oh, die Cutter wäre so geil. Aber auch die Leona wäre nicht schlecht. Aber die Cutter wäre schon richtig sexy. Okay. Lass mich raus. Lass mich raus. Oh, yes! There we go. Okay, was kann ich daraus machen? Was könnt ihr werden? Ja, Blade Master. Blade Master. Ist Blade Master das, was ich will? I guess so. Was bist du? Du bist Klingenmeister. Das ist wahrscheinlich Blade Master, right? Cutter 2. Was bist du? Du bist Imperial. Nehmen wir dafür den Darius raus? I guess we will. Jetzt rollen wir. Jetzt rollen wir. Jetzt rollen wir. What? War jetzt nicht so geil, ne? Cutter hat Klingenmeister. Klingenmeister, okay. Das heißt, wir brauchen nur noch einen Klingenmeister. Und dann ist Offen Holland. Wer ist denn noch Klingenmeister? Das könnten wir gleich mal nachgucken. Aber so oder so, wir hauen Leuten gut ins Gesicht. Wir könnten jetzt leveln, ne? Wir hätten gerade die Runde eigentlich schon leveln können. 16, 14, ja, vielleicht sollten wir dann eher auf 12, die Runde danach leveln. Ich würde gerne vor der Creep Round ein Level-Up haben, aber ich weiß jetzt auch nicht genau warum. Können auf jeden Fall jetzt hier einmal hochgehen. Aber ich glaube, wir sollten eher den spielen. Der Nobel-Buff, ich weiß wirklich nicht, ob der so krass ist, ne? Klingenmeister. Wer ist Klingenmeister? Tell me. Pirate, Phantom, Glacial, Blade Master. Fiora, Artrox, Draven, Shen, Gangplank. Ja, so! Okay, wir haben auf jeden Fall was, auf das wir gehen wollen. Das ist ja schon mal sehr geil. Okay, hier steht uns auf jeden Fall eine krasse Boyband gegenüber. Die haben auf jeden Fall Bock auf ihr Leben. Aber ich habe auch Bock auf mein Leben, also sollte es passen. Ich glaube, den seine Backline macht nicht so viel Damage wie meine. Und dementsprechend werden wir uns einfach gegenseitig eliminieren. Alter, was mein Draven an Damage klatscht, ist insane. Also seriously insane. Der macht einfach 1 vs. 9. Guck dir das mal an, wie der durchkritt. Ich meine, ich habe das bei Maxim im Clip gesehen, aber what the fuck. Ken für Peer? Not sure.
Oh yes. That's pretty sick. Ich weiß nicht, was ich hier umstellen muss. Ich nicht weiß, was sie machen. Achso, und wir brauchen noch den letzten Imperial. Da kann ich auch mal gerade gucken, wer das ist. It's Swain. Swain the Azur. Das sind zwei Legendaries, die relativ wichtig für uns werden. Wo ich noch nicht weiß, ob das machbar ist, beide zu kriegen, aber ist auch egal. Ah, Draven wird die Runde ja auch solo machen, ne? Bin ich ehrlich. Krit sie weg, mein Freund. Krit sie einfach aus dem Leben. Okay, Blademaster, Yasuo, Swain. Das sind die Dinge, die wir wollen. Ich habe jetzt halt Nah 2. Ich weiß nicht, ob der alleine so krass ist, aber müsste, ne? Katar springt eh weg. Ich habe keine Frontline mehr. Aber sowohl Leona... Ich meine, ich verliere den Noble-Buff, aber ich glaube nicht, dass das so krass ist. Ich könnte Vayne jetzt rausnehmen. Oder für eine 1er Kindred spielen. Seju war die Option, um Ashe noch zu verbessern, aber Ashe ist gar nicht mehr Kernpunkt hier. Ashe und Vayne könnten wir beide noch droppen, wenn wir bessere Optionen kriegen. Ich denke, ich kann auf 40 Gold erstmal warten. Ich glaube, ich muss jetzt hier nicht unbedingt auf 50 kommen. Ich gucke den Fights nur auf Draven und sieht insane aus. I mean, what the fuck? Okay, die Fiora hat auf jeden Fall nicht zu wenig Mana. Okay, ich habe mir in dem Fight nicht angeguckt, was Nah macht, aber ich habe auf jeden Fall jemanden rausgepöbelt. Das ist sehr gut. Illumi ist auf jeden Fall noch recht strong dabei. Hat aber gerade seine Runde verloren gegen jemanden mit insane Items. Wir rollen wieder auf 40. Ich kehre für keine Dreier-Units, ne? Den Fehler macht man am Anfang immer. Jetzt nehme ich den Nah raus dafür. Ich glaube, das ist besser, oder? Es müsste besser sein. Bogenschützen für die Ashe. Das heißt, wenn wir die Runde gewinnen, verkaufe ich den hier auch. Ich hoffe, dass ich noch für eine Kindred komme. Leona Ultimate war schon mal strong. Jetzt stirbt nochmal sehr wohl die Bär der Leute halt. Da war die Naoid. Alter, ist die Naoid insane. Großer Fan. Auch die Ashe hat hier tatsächlich ihren Beitrag geleistet. 500er Crits gegen den... Okay, whatever, Alter. Hau halt einfach alles kaputt. I don't really mind. Jetzt kriege ich meinen Interest auf jeden Fall auch noch hier nochmal erhöht. Das ist gut. Wir werden leider bei der Karussell-Folge wieder Erster sein, aber ich meine, es meckern auf hohem Niveau. Wir bleiben auf 50. Fuck das. Wir bleiben einfach auf 50. Wir sollten auch relativ schnell hochgehen, weil wir ja für Legendaries gehen wollen. Ein von zwei Bewahrer, ein von zwei bei... Also wenn man sich das hier links anguckt, liest sich das durchaus traurig. Die würde ich halt echt gerne rausschmeißen. Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit Items hier rumliegen. Ja, hast du Bock auf mehr Damage? Was macht der aus dem BF und ein Lebensding? Ja, macht auf jeden Fall nochmal was ganz Nettes draus, aber das reicht mir, glaube ich, nicht. Ich hatte die ganze Zeit ein Item einfach. Was für ein Idiot bin ich eigentlich? Ja, ich hau die einfach alle kaputt, ey. Das ist einfach insane, was ich hier an Damage habe. Ich meine, der würde nochmal so eine AOE-Aura kriegen, aber eigentlich würde ich den einfach nur eine Infinität in die Hand drücken und sagen, töte sie alle. Okay, Karussell, wir sind Erster, sackt ein bisschen. Oh, wir können uns auch einfach irgendwen nehmen. Wir können uns den Brand nehmen, der wird wahrscheinlich offen bleiben. Bin ich eigentlich? Ja. Ansonsten können wir uns den... Ne, den Nah haben wir schon fertig. Wenig wirklich attraktive Units für uns. Also gehen wir für Items. Wir nehmen uns den Brand. Wir nehmen uns den Brand und verkaufen den Instant. Dann brauchen wir aber immer noch Attack Speed. Ah, der Rest der Units ist ja crap für uns. Außer der Nahheit, aber Nah 3 werde ich nicht gehen. Aber ich gehe für keine 3 Unit-Card. Das ist schon bad. Den Brand verkaufen wir auf jeden Fall.
bereiten uns auf jeden Fall darauf vor, nochmal ein Level hochzugehen. Und jetzt brauche ich, damit der Blade Master wird, musst du Attack Speed kriegen. Die Creep Round ist in 2, aber das ist nur einer dann, ne? Kriege ich hier aus irgendwen Attack Speed rausgeprügelt? Auch nicht. Das ist kinda tricky. Verliere ich gerade Runden, ist auch so ein bisschen die Frage, ne? Kann ich Runden gerade überhaupt verlieren? Okay, meine Frontline ist auf jeden Fall zu squishy geworden. Mein Nah schafft es nicht mehr zu ulten. Mein Draven steht gegenüber 20 Leuten. Dementsprechend ist es, I guess I free win. What the fuck ist mit Draven los? Alter, wie viele halt? Ich hau ihn ein, der tötet alle meine Units und Draven steht da so, ja okay, komm, Endboss kommt. Insane, Mann. Gehen auf jeden Fall, auch wenn ich noch einen von denen kriege, nehme ich den. Aber wir wollen nächste Runde hochgehen. Oder gehen wir die Runde hoch? Wir gehen die Runde hoch. Der Grund, warum wir diese Runde hochgehen, ist einfach, dass wir unser Winning Streak behalten. Plus 3 ist auf jeden Fall sick. 8 sollte kaum einer sein. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Holy shit. Also der Damage vom Draven ist disgusting. Ich meine, das hängt auch immer davon ab, wen der Imperial nimmt. Und jetzt mit Darius habe ich natürlich die Chance verringert, dass es Draven ist. Nein, jetzt ist es nämlich Darius. Maybe not that worth. Vor allem mit Volibear in Stunt. Ah, okay. Jemand hat da Yasuo, das verringert natürlich leider massiv meine Chance, Yasuo zu kriegen. Na, hatte keinen Bock in die Backline zu gehen. Leona tankt zwar, aber mein Draven kriegt Nashor ab und damit verliere ich meine erste Runde, obwohl ich gelevelt habe. Hurts really, really hard. Creep Round incoming. Oh, fucking yes, baby. Keine Ahnung, was der braucht. Ich weiß auch gar nicht, wofür ich gerade rolle. Ich könnte dich rausnehmen für Ash. Dadurch habe ich wieder Bogenschützen drin. Ja, Bogenschütze ist so weak. Ich roll wahrscheinlich für die Kindred und für Yasuo. Okay, jetzt haben alle Imperials ja den Buff. Das heißt, mein Draven haut die jetzt. Alter, er two-shottet einfach das Ding oder was? Oh, 2 Items droppt er. Ja? Okay. Aber leider nicht das, was ich wollte. Boah, shit. Ich will auf jeden Fall meinen Swain hier irgendwas krasses geben. Aber erstmal kriegst du noch das. Und dann würde ich dich gerne einfach tanky machen, aber was macht das denn genau? Eine Cutter, nehmen wir einfach mal mit, weil ich gerade nicht aufmerksam genug bin. Giant Spell und MR, was wird daraus? Oh, banish someone, do it. Aber bitte jetzt. Direkt. Schafft er das noch? Ja, schafft er noch. Geil. Das right. Fucking fast. Dann adaptieren. Wir wollen die Edge auf jeden Fall wegkriegen. Dafür brauchen wir die Kindred. Wir wollen den Nah irgendwann wieder reinspielen. Aber wir wollen den Cutter nicht auf 3 bringen. Wir nehmen die raus, damit wir jetzt mehr Interest haben. Ich glaube, wir gewinnen die Runde, oder? War das mein erster Win? Sieht fucking gut aus. 9 werde ich einfach nicht holen. Also dafür wollen die ja 2 Hände von dir haben. Jetzt können wir die Edge sellen. Die Kindred rein. Was krieg ich für die Combo? Ah, komm. Nimm einfach. Hauptsache, du kriegst deine Ult durch. Und jetzt leveln wir doch. Warum leveln wir doch? Weil ich nichts habe, wofür ich rollen kann. Also ich kann für einen Draven rollen, ich kann für einen Darius rollen. Aber im Endeffekt wäre das Stärkste, was wir gerade als Powerspike haben können, wenn ich in der Lage bin, meinen Nah noch aufzustellen. Weil der wäre actually nochmal strong. Jetzt habe ich Imperial, Nobel, Bogenschütze mit einer Kindred, die ich actually als ziemlich stark einschätze aktuell, weil sie ja jetzt wieder ihre Ult machen kann. Die Ult war auch ganz gut. Mein Draven lebt. Das ist die Hauptsache. Kindreds einziger Job ist dafür zu sorgen, dass Draven Leute one-shotten kann. Wie ist das eigentlich bei 3? Man fettet dann ja wahrscheinlich. What the fuck? Oh.
Ich dachte schon, mein erster Win und einfach die Server crashen oder so. Das wäre jetzt schon sehr sad gewesen. Nach der Runde ist aber Karussell. Wir wollen auch Nyazuo. Warum wollten wir Nyazuo? Wegen Klingmeister. Oder wir wollen irgendeine Unit, die in der Attack-Speed-Ding halt verkaufen sie, geben das Kindred oder Lucian. Kindred geben wir das. Und dann ist halt Offenholland. Wer ist denn noch Phantom, der krass ist? So einen krassen Phantom? Karthus. Karthus wäre auch actually strong hier. Also mein Draven lebt einfach immer. Und dann kommt die Kindred Ult. Und dann kann der Lucian dashen, wie er will. Weil auf Maui kriegt er einfach trotzdem. Weggekrittet wird er auch nicht wegen Phantom Dancer. Und da ist der Typ einfach ab nach Hause. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Das heißt, ich darf gleich auch ran. Yasuo ist da. Nimm ich den Yasuo. Ich hab den Yasuo. Geil. Was kann ich aus dem und dem BF machen? Ja, ein Assassin. Ich habe, glaube ich, noch einen Assassin. Den Yasuo habe ich. Das heißt, Blade Master kommt. Das heißt, es ist auch nicht schlimm, dass ich das andere habe. Kann ich einen Assassin-Buff hier noch rausholen? Ne, man braucht drei, ne? Kata. Ja. Nehmen Sie sich von dem dann. Das sieht actually ziemlich gut für uns aus. Ich habe jetzt ein bisschen All-In, um auf 9 zu gehen, aber ich glaube 9 ist actually auch mega strong. In zwei Runden kommt die nächste Creep Round, das heißt, wir werden unser Item da jetzt noch nicht verwenden, um den random zu einem Assassin zu machen. Aber wir gewinnen den, wir stompen den einfach. Gebt euch das mal. Okay, wir stoppen ihn nicht. Oh, wir stoppen ihn gar nicht. Wir verlieren actually wegen Kindred. Oh mein Gott! This looked like a stomp, but it's got really fast non-stomp. Zwei Dravens statt Lucian, der kein Damage macht. Vayne, die kein Damage macht. Ist das die Lösung? Einfach auf die Nobel- und Bogenschützen-Passive zu scheißen und zu sagen, fuck this, I'm all in now. I mean, it should work, right? Ich meine, er kriegt den Buff ja auch. Und Kindred sind einfach nur da, um zu ulten. Die Kindred ultet nicht. Dann ist es natürlich ein bisschen problematischer. Das Banshees kommt durch. Der eine Draven ist down, der andere Draven lebt. Und crittet die Kindred einfach aus dem Leben, Bruder. Okay. Der kann auch nicht gekrittet werden. This is a problem. Swain 2. Wir sind im Krieg. Vergiss das nicht. Gestaltwandler. Kriegen wir da einen dritten zusammen? Gestaltwandler kann man auch nicht wehren. Karthus. Karthus statt der zweiten Kindred. Oh mein Gott. Ich bin so nervös. Ich glaube, der Swain muss weiter nach vorne. Was hast du als Ult, Bruder? Okay. Okay, Azur beginnt den Fight auf jeden Fall schon mal mit einem kleinen Bonus. What? Das ist einfach eine Round, wo nichts passiert, oder was? Zweiten Azur. Oh, was kann ich daraus machen? Ah, 300 HP wiederbeleben ist einfach so fucking useless. Ich muss den Nah verkaufen. Um für Kindred 2 oder so zu greenen. Wir haben beide den Yasuo. Wir haben auch beide Blade Master wahrscheinlich, so wie es aussieht. Denn sein Yasuo darf einfach ulten, oder was? Illegal. Crits, please. Kindred Ult. Zack, Balls. Unsere Kindred Ult kommt aber auch. Und die sollte ja jetzt länger halten, weil seine war zuerst. Der Ashero ist ziemlich deadly. Die Kindred stirbt wieder zu spät. Und deswegen kann die Redemption nicht nutzen. 5 Damage, Alter. Ja, das hört so much.
Geben den jetzt hier einfach noch Armor. Ich meine, Knight? Mir auch nicht. Doch! Werd Knight! Okay, okay, okay. Meine Hoffnung ist, dass der Swain eigentlich underrated ist und ich den bis jetzt einfach noch nicht gut genug genutzt habe. Die Kindred ist früh genug gestorben. Ist sehr gut. Die Enemy Kindred kriegt die Ult raus. Swain, could you fucking ult, please? Okay, warum habe ich denn so. Oh mein Gott, ich hab's gewonnen. Oh, mein erster Win. Swain 2, Draven 2, 4er Imperial. Und Draven ist ein harter Carry. Meine Damen und Herren, schauen Sie auch morgen wieder vorbei bei der nächsten Runde TFT.